Hier neben mir steht der Opel Mokka 2021 IRGS Edition. Genau dieses Auto habe ich jetzt für rund 7 Monate durch ein Auto-Abo, in meinem Fall jetzt von Carify, als mein Daydriver brauchen können. Ob das Auto-Abo gut ist, wie die Kosten sind und ob ich es empfehlen kann, das seht ihr gerade im Anschluss. Also bleibt dran! Das Auto-Abo gibt es mittlerweile von vielen verschiedenen Anbietern in verschiedensten Ausführungen. Das kann vom billigen Kleinwagen über Luxuslimousinen bis zu fetten SUVs sein. Von dem her findet sicher jeder etwas. Außerdem ist es aus meiner Sicht aus eine gute Alternative zum Leasing, weil es auch mit weniger Risiko verbunden ist und auch zu Carsharing, wenn man wirklich ein Auto vor der Hütte haben will. Das Auto hier hat mir rund 669 Franken gekostet. Klingt auf den ersten Moment wirklich teuer, allerdings ist schon viel inbegriffen. Sei es Versicherung, Steuern, Autobahnvignette, Service, Reifenwechsel, eigentlich das Vollpaket. Was natürlich noch obendrauf zukommt, ist der Parkplatz zu Hause oder beim Arbeitgeber und das Benzin, das man selber zahlen muss. Laut dem TCS zahlt man für ein eigenes Auto mit allem drum und dran knapp 10'000 Franken pro Jahr. Wenn man das hier allerdings jetzt ausrechnet auf das Jahr raus, in 12 Monaten kommt man auf knapp 8'500 Franken. Also liegt man sogar noch ein bisschen drunter und man spart sogar noch ein bisschen Geld. Würde ich das Auto aber empfehlen? Das kann ich nur klar ja beantworten. Allerdings, wenn man natürlich das Geld übrig hat, das man pro Monat ausgeben muss, weil es halt so schon recht teuer ist, oder man eben ein neues Auto will haben, das man nicht unbedingt kaufen will. Das Auto will ich auch öfters mal wechseln. Will. Hier gibt es ja Verträge von 3, 6, 12, 24 Monaten und so weiter. Da kann man immer wieder das Auto wechseln, das ist recht gut bei einem Auto-Abo-Modell. Und wenn man natürlich einfach auch schnell ein Auto braucht, das kann mit wenigen Klicks passieren, dann hat man hier schon so ein Auto vor der Haustür. Außerdem ist natürlich auch eine gute Alternative zu Carsharing, wenn man wirklich das Auto daheim vor der Haustür haben will und nicht immer kompliziert zum Bahnhof gehen oder zu anderen Carsharing-Standorten, weil es halt schon recht aufwendiger ist, als das Auto vor der Haustür zu haben. Außerdem kann natürlich auch Carsharing schnell mal recht teuer werden, das spricht aus Erfahrung. Da kommt man am Schluss wirklich besser mit so einem Auto hier aus, weil man einfach mehr Kilometer fahren kann und am Schluss etwa so fast den gleichen Preis hat. Was ich jetzt noch schnell zu meiner Erfahrung mit Carify sagen ist eigentlich, dass es immer recht gut war. Das Auto hier konnte man wirklich sehr einfach auf der Webseite buchen. Mit 2-3 Klicks ist es eigentlich vonstatten gegangen. Das Auto war in einem super Zustand. Es hat gerade mal 900 km drauf gehabt. Also wirklich brandneu. Sonst ist eigentlich alles immer gut gelaufen. Wie man sieht, durfte ich sogar auf der Heckscheibe meine Social Media Kanäle draufkleben. Das nehme ich dann natürlich wieder ab, wenn ich das Auto zurückgebe. Der Reifenwechsel ist recht gut gegangen, mit wenigen Kontakt und wenig Wartezeit ist es über die Bühne gegangen. Von dem her kann ich nur loben, das war alles gut, ich war zufrieden mit Carify und da würde ich auch wieder ein Auto nehmen. Ja, und von dem her bin ich nichts Schlechtes gegenüber einem Auto-Abo zu sagen. Man bekommt hier recht viel für den Preis, den man zahlt. Auch wenn der Preis natürlich pro Monat recht teuer ist. Allerdings ist natürlich gegenüber einem Leasing wirklich mit weniger Risiko verbunden. Man kann das Auto hier per wenigen Klicks auf der Webseite buchen. Und man hat wirklich einen vollen Service mit allem drum und dran. Und ja, ich würde es auf jeden Fall wieder machen, wenn ich das Geld dazu hätte. Und von dem her, merci fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal zu einem anderen Video und gute Fahrt weiterhin. Tschüss!